ist, sich in der ersten Reihe als Schauspielerin in Deutschland bei Film und Fernsehen zu etablieren. Heute Abend bei uns Heike Makatsch. Hast du das Spiel gesehen gestern Abend? Ja, das meiste davon. Wieso? Nicht alles? Ja, also nach dem 6:0 bin ich schon gefahren. Also irgendwann. Aber wie gefahren? Ich habe in Danke, einer... Sven. Vielen Dank. Wohin gefahren? Auf die Brücke. Nein, ich habe zusammen mit Freunden in einer Kölner Gaststätte dieses Spiel verfolgt. Und ja, nach dem 6:0 bin ich halt nach Hause gefahren. Und im Taxi habe ich dann das 7:0 gehört und zu Hause noch das 8:0 gesehen. Ich meine, das hat man auch nicht oft, oder? Nee, das war auch die höchste Niederlage aller Zeiten. Des 1. FC Köln? Ja. Wirklich wahr? In einem ja. Pflichtspiel? Ja. War es verdient oder war Pech dabei? Waren die Bodenverhältnisse ungünstig? Oder? Konnte man nicht wissen, dass Elber plötzlich wieder 3 Tore schießt? Woran lag es denn? An allem. Ja. Hat der FC Fehler gemacht? Ja, und die Bayern keinen. Und die Bayern haben einfach gut gespielt. Und, aber ich finde das gut. Weißt du, warum ich es gut finde? Psychologisch. Ja, weil viele in Köln haben jetzt schon gedacht, kein Problem, der Aufstieg, Durchmarsch in der ersten Liga, wir gewinnen den Pokal. Ja. Und jetzt der Dämpfer zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Wir in Köln müssen sowieso aufpassen, meine Damen und Herren. Ich habe das Gefühl, wir leben sehr gefährlich hier in Köln. Wieso? Weil ich habe Colin Powell gesehen heute Nachmittag, live. Ja. Und diese Beweise, Sie hier konnten das wahrscheinlich gar nicht sehen, weil Sie auf dem Weg zur Aufzeichnung waren, meine Damen und Herren, oder? Haben Sie es auch gesehen? Die Beweise, die Colin Powell vorgelegt hat im UN-Sicherheitsrat? Aber Sie zu Hause haben es gesehen, den ganzen Abend, Sondersendungen und Interpretationen und jetzt vielleicht gerade nochmal in den Nachrichten. Und ich habe es nicht genau begriffen, was da jetzt wohin gefahren wurde und versteckt und welches Zelt abgebaut wurde. Aber Colin Powell hat auch extra gesagt, man kann es als Durchschnittsmensch gar nicht begreifen. Ja, wirklich. Selbst er selber hätte sich da lange das einarbeiten müssen und so weiter. Und ich sag dir, es würde mich nicht wundern, wenn Köln eines Tages angegriffen wird von Amerikanern. Warum? Weil zum Beispiel die Gespräche, die da abgehört wurden, ja? Wenn du in Köln mit einem Kassettenrekorder in eine Kneipe reingehst, an der Theke nur solche Gespräche. Ich geb dir mal was, das wirst du weg, wenn du sie lesen hast. Stell mal, wenn du kommst, den Wagen um die Ecke. Pass mal auf, ich sag dir mal was. Morgen kommt das Finanzamt bei dir vorbei. Bring mal die eine Kiste, was ich bei dir abgestellt habe, in den Keller. Und den Schlüssel schluckst du runter. Ja? Ja, das wird dann alles auf Englisch übersetzt. Das wird übersetzt. Ja. Dann auf Arabisch zurück und eingeblendet und dann heißt it could be the good. Ja. Ehrlich, das ist. Da reden wir nicht viel, der kriegt einen Umschlag von mir. Hier in Köln, man kann nicht mehr, also wenn du die Post aufmachst, bist du im Grunde schon verdächtig. Du kannst auch kein Klo mehr bauen. Nein. Weil Klo... er hat die Rohre gezeigt. Hast du die Rohre gesehen? Ja. Und er hat auch dieses eine Auto gezeigt, was auf dem Bild links. Das habe ich. Früher kannte ich das immer. Was ist falsch auf diesem Bild? Ja. Auf diesem einen Bild, das habe ich aufbegriffen, da stand das Auto weiter links als auf dem anderen. Das hat auch der Experte gesagt, um 16:30 in der ARD. Diese Satelliten, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil die Satelliten haben gesehen, dass das Auto weggefahren ist. Ja. Das. Ja. Hans und die Blixis da unten so. So. Ist ein Künstlername? Nein, der ist wirklich so. Nein, der heißt ja. Hans Blix. Und der Satellit hat noch gesehen, dass das Auto weggefahren ist. Und dann hat der Satellit aber nicht mehr gesehen, wo es hingefahren ist. Oh, und jetzt? Ja, jetzt suchen sie das Auto. Weil das war umgebaut, das Auto. Wie oft hat man selber schon? Ein frisiertes Mofa ist doch im Grunde eine potenzielle Waffe heutzutage. Ja. Also da, nicht eine potenzielle, ein frisiertes Mofa ist eine Waffe. Ja? Ich finde auch, man sollte zum Beispiel Rollerblader mal prinzipiell einen Tag verhaften. Präventiv, kommen geräuschlos von hinten ran. Fahrradfahrer genauso. Nein. Ja, da trete ich wieder dir zu nahe als leidenschaftlichen Fahrradfahrer. Wir müssen umdenken, oder? Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Zeiten wieder härter werden. Wir machen das in dieser Show. Auf jeden Fall. Ja? Und wir müssen uns auch wieder auf die alten Werte besinnen, was man zum Beispiel erlebt hat, als man noch als Kind verreist ist. Und wir haben uns gedacht, danke liebe Bahn,
dass ihr in diesen schwierigen Vorkriegszeiten, hoffentlich nicht, aber eventuell Vorkriegszeiten, den Speisewagen abschafft. Dass es nur dieses Bistro gibt, wo man, oder Bistro, wo man eh nicht rein will, weil wer will schon angetrunkene Ehepaare in die Arme laufen, die sich den König der Löwen in Hamburg angeguckt haben oder so. Ja? Nein? Ja, das ist entweder du hast Ehepaare, also Frauen mit Pikolöchen, die ein Musical-Wochenende hatten, oder du hast diese Techniker auf Montage mit 400 Schlüsseln am Karabinerhaken am Gurt. Ja. Hallo Schmidtchen, heute keine Show? Wo hast denn dein Andrax? Und deswegen... Essen wie in der guten alten Zeit, wir nehmen uns das Essen im Zug wieder selber mit. Und wir haben heute Folgendes gemacht. Herr Andrak hat ein Reiseproviant für mich vorbereitet und ich habe einen für ihn vorbereitet. Weder weiß er, was ich vorbereitet habe, noch umgekehrt. Sven und Bettina haben nur die Zutaten für uns besorgt. Wir haben die Brote eigenhändig geschmiert, wenn es denn Brote gibt. Wenn es denn Brote gibt. Ja? Und so weiter. Alles, was drin ist, selber zubereitet. Wir gehen jetzt selber eingepackt. Und es selber eingepackt. Ja, wir gehen jetzt hier rüber, das wäre der Zug, sehr brechtisch gehalten. Ja. Weg von diesem Sauerkraut-Naturalismus, wo Züge komplett nachgebaut werden, ein brechtscher Zug. Wir können aber ein bisschen wackeln und aufs Fenster gucken. Müssen wir spielen, ja. Und wir wissen nicht, was wir sagen, also wir springen total jetzt in die Situation rein, wir sind im Grunde jetzt Menschendarsteller, ja, die also sozusagen total spontan sich zum ersten Mal begegnen und nicht wissen, was geredet wird, und es ist sehr, sehr spannend und es wird ganz toll. Bin ich sicher. So, wo sind die? Ich sehe gar nichts bei dir, was? Ja, ich ach, du hast es draußen versteckt. Ja. Ja. So, ich habe die Sachen schon mal hier bereitgestellt. Die Original, ich habe uns für den Zug was zum Essen mitgebracht. Wo willst du sitzen? Drei. Es muss ja einigermaßen realistisch sein, nicht naturalistisch, aber realistisch. Den Unterschied zwischen Naturalismus und Realismus erklären wir nachher in einem sechsstündigen Referat. Ja, gerne. Aber sag mal, ganz mal ehrlich, drei Taschen für Essen mitnehmen im Zug ist nicht ein bisschen viel? Nö. Für zwei Personen? Du hast gesagt, es muss 8 Stunden nach Travemünde reichen. Ja, es muss im Grunde reichen bis Travemünde. Wobei ich sagen muss, für unsere Senioren spielt es keinen Unterschied, ob sie von Köln nach Horrem fahren oder von Budapest nach Reykjavik. Es wird immer dieselbe Anzahl Lebensmittel mitgenommen. Das ist so die Tasche, die hat man hier schon mal nähen lassen, weißt du, beim Schuster. Und das ist die Plastiktüte, die gefaltet unten drin lag. In was für einem Zug sitzen wir, das sollte man vielleicht sagen. Ja, also in deinem Zug, wo du das beobachtet hast, Paris, Köln. Thalys. Thalys. Thalys von Köln nach Paris. Oder Trier, Köln, Emden. Ist ehemals Interregio. Interregio jetzt überstrichen und gleiche Abteile, kostet jetzt Zuschlag und heißt Intercity. Hält aber auch in Andernach und Remagen und Kochen und Bullay und Wittlich. Und gut, dann sitzen wir in diesem Zug. Okay. Weil der andere hält nicht so oft. Ja. Ja, so. Wir fahren von Trier nach... Mal. Wohin? Na, wir steigen in Wittlich ein, wir waren am Weinfest. Ja. Wir haben die Kinder besucht. Ja. Sind ich bin die Frau. Also. Ja. Wir haben die Kinder besucht. Wir haben die Kinder besucht. Und wir müssen jetzt so spielen, das ist das. Die ganze Zeit, ja. Das ist toll, das ist halt, nee, aber so immer mal wieder zwischendurch, das ist das klassische. ich muss ja dann so. Ja. Das ist die klassische Improvisationstheater, wir spielen ein Sketch in der Eisenbahnbewegung. Ja, ja so, und auf unseren Kleinkunstbühnen. Wir nehmen an, dass hier das Fenster ist. Ja? Damit wir zur Kamera hin Profis spielen können. Ja. So. Da ist die Mosel, du fährst in der Fahrtrichtung. Ja, ich muss in der Fahrtrichtung machen. Wir sollten auch vielleicht. Wir sollten folgendes machen. Nein, dass wir umdrehen müssen. Ich sitze erst da. Das setze ich bitte. Ich sitze hier. So. Ich sitze hier und jetzt fährt der Zug los. Ach, ja. So, damit ich sage, ach, jetzt sitze ich doch falsch. Nebenan sitzt eine reiche Witwe. Ja.
Aber noch nicht, also da. Nebenbei. Da, die ihre hässlichen Winterstiefel, die hat einen Hut auf und so einen abwaschbaren Regenmantel mit Pelzbesatz hier dran und hat ihre hässlichen Winterstiefel auf dem Sitz liegen. Was kein Rapper und kein Punker und niemand macht, nur diese reiche alte Witwe. Und versucht mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber wir können nicht, weil wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir müssen in regelmäßigen Abständen Tabletten nehmen. Und, sind auch ein bisschen enttäuscht vom Besuch bei den Kindern, oder? Ja. Jetzt erstmal ist Stille, oder? Ja. So auf der Fahrt. Ja, dann seid ihr, dann ja, ja. Stille. Da muss ja, in einem Sketch muss man ja sagen, dass Stille ist. Ja, okay. Verstehst du, Stille spielen kann man sich im Privatfernsehen nicht leisten. Ja. Man muss sagen, wir spielen jetzt Stille, verstehen Sie, es ist still, aber passiert trotzdem ein bisschen. Und dann kommt ein Hammersatz von mir. Okay. Oder willst du den ersten Hammersatz sagen? Nee. Ich habe einen tollen ersten Hammersatz. Aber wart lange genug, die Stille. Also die muss man auch aushalten können. Ja, klar, absolut. Ja. Achtung. Schnee. Du hättest nicht gemerkt, dass draußen ein Meter Schnee liegt. Ja. Weißt du noch, wie man den Kindern in Mosel-Sursch waren, als sie drei waren? Da waren die noch nicht drei. Da war ja Günther. Mhm. Da war er so erkältet in dem Winter. Willst du was essen? Ja. Da liegt schon ein Vorwurf drin in der Frage. Ne? Das ist schwer zu spielen. Diese Frage heißt eigentlich, du willst doch bestimmt wieder nichts essen, obwohl du weißt, wie viel Mühe ich mir wieder gemacht habe. Also, muss ich gucken, ob ich es hinkriege. Willst du was essen? Ja. Hast du nicht erstmal was Deftiges gemacht? Doch, ich habe Brote gemacht. Erstmal einen Tee. Vorsicht, der ist heiß. leg dir das mal über die Hose. Ja, ich muss es doch waschen. Schwarzer Tee mag ich gern. Ja, den magst du doch so. Ja. Der ist nicht so stark wegen. Hast du dann Tabletten genommen? Ja. Wann sind wir denn da? Hast du die Karten? Ja. Noch 3 Stunden sind wir in Köln. Ja. Hast du die Nummer von Walter aufgeschrieben? Ja. Willst du das? Was ist das denn? Huhn. Bitte? Huhn. Von gestern Abend. Oh, ja, ja, doch. Warte, ich gebe dir was für die Hände. Danke. Ist ganz sauber. Hier. Willst du Tee? Ja, ich habe ja schon Tee, ja. Ich habe nur gefragt. Hier. Sollen wir das nicht erst nach Kochen essen? Pack es wieder ein. Mach es bitte zu hier mit der Salbe. Das geht.
Möchtest du eine Orange? Später, ja. Was ist das denn hier? Das sind Brote, belegt. Mit oder ohne Butter? Womit sind die denn belegt? Weißt du, ich esse kein Schweinefleisch, ne? Du isst kein Schweinefleisch? Ich esse kein Schweinefleisch. Du isst denn echt kein Schweinefleisch? Ich esse echt kein Schweinefleisch. Warum nicht? Ja, weil das ungesund ist. Das war teuer. Das Rindschleberwurst. Jetzt guck dir doch das mal an, das ist doch ekelhaft. Guck mal, was? Hier mit diesem, können wir das hier sehen, mit diesem Fett oder willst du ein Käsebrot? Willst du ein Käsebrot? Ja, wenn es ohne Butter ist. Danke. Guck mal, da ist ganz dick Butter drauf. Ich esse doch keine Butter. Da ist auch noch die. Da ist auch die Plastik. Das die Plastik. Ich. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Ich kann dir die Butter runtermachen. Ach, nein, ich muss. Ich kratze weg. Nein, ja. Gib her, ich esse das Teil mit der Butter. Du verträgst keine Butter? Ich vertrage keine Butter. Warum denn? Keine Margarine. Was war denn? Wieso verträgst du keine Butter? Also, als ich 4 oder 5 Jahre alt war, ja, hat meine Mutter mir immer ein Butterbrot mit in den Kindergarten gegeben. Ja. Das hatte ich so um, so. Ne? Ja, aber schon in der Tasche oder direkt umgehängt? Ja. In so einem Beutel, Beutel in der Tasche, so. Im Kindergarten packe ich das Brot aus, beiß ein bisschen rein und dann war. Oft gibt es doch in diesen Graubroten, guck's auch mal, oft ist in diesen Graubroten ja so ein großes Loch drin einfach, vom Backen, so ein Luftloch. Ja, richtig, ja, man spricht da von diesen Luftlöchern in den Graubroten. Das kennt man doch. Ja, ich wäre fast mal als Kind, als ich ins Eis eingebrochen bin, ertrunken, wenn ich ein Luftloch im Graubrot mich gerettet hätte. Damit habe ich durchgeatmet. Auf jeden Fall war dieses Luftloch extrem groß. Ja. So ungefähr, ja. So. Und dann, das war voll Butter geschmiert. Ja. Und auf der anderen Seite, der geklappten Seite, war zufällig genauso ein großes Luftloch. Oh, was? Und das war auch voll Butter geschmiert. Ja. Dann habe ich also einen Biss getan und hatte komplett den ganzen Mund voll Butter. Ja. Und habe danach 3 Tage lang gekotzt. Das war so widerlich, diese Fettmasse runterzuschlucken. Und seitdem kann ich nicht mehr Butter essen, diese Konsistenz nicht. Also, geschmolzen schon, also für Spiegeleier oder Bratkartoffeln, aber nicht als Brotaufstrich. Keine Butter, keine Margarine, nichts. Ess ich nicht. Bist du ein Ei? Ach, für dich habe ich übrigens auch Eier mit. Das hättest du aber mal überwinden können. Ich konnte mal als Kind keine Tomatensuppe essen und mir wurde schlecht, wenn ich den Namen Olaf gehört habe. Wirklich? Ja. Olaf! Vorbei! Waren wir mal im Urlaub, waren in Travemünde, da war eine Familie zu Gast, der Junge hieß Olaf und es gab Tomatensuppe und dem war es irgendwie schlecht und da hat er gekotzt. Und als ich die Tomatensuppe gegessen habe, sage ich Olaf kotzen. Und immer, jahrelang, entweder wenn es Tomatensuppe gab oder wenn ich Olaf, muss ich kotzen. Aber ist jetzt vorbei. Gott sei Dank. Also ich habe dir auch Eier gemacht, ich habe dir ja auch was gemacht. Eier sind ganz wichtig auf der Bahnfahrt. Ja, mag ich auch sehr, sehr gern. Hast du denn noch Salz dabei? Aber, pass auf, wo habe ich es? Immer mein Salz. Wieso? Ja, Spezialsalz. Mehr Salz? Mehr Spezialsalz. Jod, jodhaltig. Pass mal auf. Guck mal hier. Mit Tesa zugeklebt. Das ist Profi-Reisesalz, weil ja sonst das ganze Salz rumsaut im Beutel. Das muss ich sagen, das wusste ich nicht. Das ist großartig. Ja, ja. Hat meine Mutter immer gemacht. Mit Tesafilm zugeklebt. Weltklasse. Ist das für Sie zu Hause zu sehen? Da gibt es bei der ARD eine eigene Show am Mittagsbuffet. Das Salz zugeklebt. Ja. Ja? Und dann aber pass auf, dass es Colin Powell nicht sieht. Zugeklebtes Salz kann sehr leicht was anderes bedeuten. Ei? Ja. Ja, schlag es auf. Jetzt kommt die bedeutendste Geste nach 40 Jahren Ehe. Ja, warte. Ich muss dabei was essen.
Das gibt es nicht wirklich, ne? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Das? Nein. Das gibt es nicht nur nach vorne, sondern das gibt es auch nach hinten, wenn im Auto die Kinder essen. So, nach hinten also. Boah. Ah, lecker. Ich nehme mal deinen Salz, da brauche ich das nicht abzuknibbeln. Hast du deinen Tablettengramm Cholesterin? Bist du Joghurt? Es kommt zum Pseudo vor, dem ist Getue. Die Witwe nebenan fährt sich mittlerweile, während sie ihr Utadanella-Buch liest, einmal so durch die dritten Zähne. Mit so Ringern. Hier ist ein Joghurt. Und der ist doch schon angebrochen. Ganz wichtig. Mach ihn auf. Natürlich ist er angebrochen. Aus dem Kühlschrank mitgenommen, der wird uns doch schlecht übers Wochenende. Ja. Ja, der ist in Ordnung. Hast einen Löffel. Hallo. Möchtest du Orangensaft? Sag ja. Ja. Keine Beschwerde über die Marke? Nö, wieso? Gut und günstig? Ja. Gut und günstig? Kann es nicht Markenartikel sein? Soll ich mich beschweren? Nein, weil dann, das ist genau derselbe Saft, den die Firmen nur in eine andere Verpackung einfüllen. Ich zahle doch nicht das Dreifache nur für den Namen. Ich habe für dich auch Joghurt mitgebracht. Mhm. Ich habe es natürlich umgefüllt. Geht. Okay. Ja. Das ist ein ganzes Kilo, ist es bloß auf. Wenn das so Anker ist, hat den Rest aus dem Glas gelöffelt. Ja klar, aber wenn das so ist, warum denn nicht bitte zum Huhn ein bisschen Kartoffelsalat? Ist der denn noch gut? Ich glaube schon. Jetzt folgt eine lange Geschichte über Lebensmittelvergiftungen auf Campingplätzen und so. Ja. Können wir uns jetzt vorstellen. Ja? Ich habe aber auch noch ein Brot für dich. Meine Lieblingsbrote für. Guck mal, halb und halb, damit es auch gesund ist. Ja, wieso brauche ich denn überhaupt das Brötchen? Ja, weil es besser schmeckt. Was ist da drauf? Darf ich noch ein Ei? Gerne. Zwei Eier? Wirklich? Ja. Ja, gebremst. Mitten im Kaiser-Wilhelm-Tunnel. Ja. Ganz dunkel. Schokolade? Ja, gerne. Aber ist denn Joghurt, ne? Nicht, dass der... Ich heb mir den auf. Mhm. Möchten Sie was? Jetzt passiert Folgendes. Ich muss aufs Klo. Ja? Mhm. Traue mich aber nicht, allein zu gehen, aus der Angst, überfallen zu werden auf dem Weg zum Klo. Mhm. Und ich habe auch Angst, wenn ich mich einschließe in der Toilette, dass ich nicht wieder aufkriege. Das heißt, du nimmst jetzt die Taschen mit und gehst mit. Muss das sein? Ja, das hab ich, ich schwöre es original im Zug gesehen. Du nimmst alle Taschen mit, damit man uns nicht bestiehlt. Ja? So? Moment. Ja? So? Ich habe so eine Fellmütze auf. Ja? Und einen langen Pulli, wo vorne so ein Glitzerstern drauf ist. Ja? Wir müssen langsam gehen wegen meiner Hüfte. Den Stuhl brauchen wir.
Jetzt kommt. Ich weiß nicht, wie die Tür aufgeht, weißt du? Ja. So, jetzt setzt du dich mit den Taschen, damit wir nicht bestohlen werden, rein, während ich auf die Toilette gehe. Ja, wo rein? Du setzt dich hier in den Stuhl und wartest vor der Toilette, bis ich wieder raus bin. Von der Zugtoilette ist doch kein Stuhl zum Draufsitzen. Im Thalys ist ein Klappsitz vor der Toilettentür, da habe ich ja gesehen. Aber der Thalys fährt doch nicht zwischen Cochem und Bullheim. Ja, aber das ist ein Wagen, der drin ist, wegen der Europastrecke. Test, ob die Tür auch wieder aufgeht. So, und du musst die Taschen aber so in den Arm nehmen. Sonst reißt sie dir ein Jugendlicher aus Afrika weg. Falschen Knopf erwischt. So. Ich schaff das. Jetzt gehen wir zurück. Ja. Jetzt am Übergang zwischen den Waggons. Frikadellen? Selber gemacht? Nein. Sven hat die gemacht. Gib mir bitte Senf. Ja, Moment. Na, Moment, ich hab's gleich. Da. Nein, ich hab selber welchen mit. Den mag ich nicht. Den scharfen? Medium. Du magst keinen Tomi-Senf? Doch. Na, ich bin nicht so markenfixiert. Nimm mal den Joghurt bitte weg. Wohin weg? Ja, wohin nimmt man Joghurt, den keiner essen will im Zug? Ich pack ihn einfach wieder ein, ess man halt zu Hause. Ich esse den noch. Was ist das für einer? Kirsch. Die sind ja noch roh innen. Moment, warte. Was denn, Bier? Ja, klar. Das Bier ist ja warm. Ja, natürlich. Wie soll es denn kalt sein ohne Kühltasche? Da hättest du auch eine Kühltasche mitnehmen können. Ja, aber... Ja, soll ich jetzt warmes Bier trinken? Ja, oder Piccolo. Warm in Piccolo? Ja. Ja, dann haben wir Geschenk gekriegt. Zu meinem 70. vom Diakon. Da sind so klebrige Staubspuren drauf. Hier. Ich ja? Trinke aber auch um 8:30 morgens einen Dab. Ist das Drehverschluss? Ja. Weiß ich nicht. Ja, mach doch mal auf. Soll ich dir helfen? Hast du ein Glas? Nö. Ja, aber unsere Senioren trinken kein Piccolo aus der Flasche im Zug. Oder? Also hier auf der Strecke schon. Im Ernst? Zwischen Trier und Köln? Die trinken Piccolo aus dem Zug? Geht's im Kreislauf jetzt besser, Schatz? Schnee. Das hat jetzt noch weiter geschneit. Ja. Ja? Hast du noch was? Ich hab noch. Ne, das ist eklig. Das ist was denn? Was denn? Ja, eklig doch nicht ekliger als die halbrohe Bulette. Doch so ganz fiese, fertige Hühnerschnitzel. Das riecht, also ich meine, das kann man jetzt nicht riechen, aber das riecht. Das sowas nimmt man auch mit auf die Reise? Riech mal, wie das riecht. Das riecht aber gar nicht mehr schlecht, lass mal reinbeißen. Oh. Weißt du, was das für Hühner sind, die da verarbeitet sind? Wirklich? Ja, mach mal. Also. Das schwitzt auch so. Ja, genau.
Soll ich nicht machen? Ich würde es nicht machen. Also für den Joghurt, da lege ich meine Hand ins Feuer. Aber für die Schnitzel... Ja, so wenig macht nichts, das ist nur Panade. Ja, das ist auch keine Panade, oder? Wo hast du das denn her? Also aus einer Plastiktüte, so aus dem... Das war eingeschweißt? Hat Sven mir mitgebracht, ja, ja. Ich dachte, er macht selber welche, aber... Du hast ihm gesagt Schnitzel und er hat die fertig mitgebracht. Ja, genau. Haben wir jetzt alles gegessen? Hast du noch was? Ich habe noch, aber das... Was? Ich weiß nicht wo. Gürkchen. Und irgendwo habe ich noch Kirsch. Hier, vor dir. Was ist das? Kirschstreusel. Ach, das ist aber nett. Selbst gebacken. Aber nicht kleckern. Bald sind wir da. Ach, ich freue mich auf mein Bett. Jetzt müssen wir so wieder so spielen, um den Sketch abzuschließen, weil er... Gesundheit. Dann kommt Heike Makatsch.